Norbert, ich bin's, der Olli und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wasser und Malz. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid und ihr seht ja schon unseren Probanden, den wir heute probieren möchten. Es ist was Besonderes. Es ist der erste käuflich zu erwerbende Whisky der 2015 gegründeten Harris Distillery. Harris, das ist der Südteil einer Insel, weit im Atlantik zu Schottland gehörend, eine Insel der äußeren Hebriden. Sie heißt Lewis and Harris und der Nordteil heißt Lewis, der Südteil heißt Harris. Und im Städtchen Tarbert gibt es nun, wie gesagt, eine Brennerei seit 2015. Die Harris Distillery, man hat sie unter anderem gegründet, damit die Einwohner auch Arbeitsplätze haben, also um Infrastruktur zu schaffen, damit die Inseln nicht noch leerer werden, weil halt viele, gerade auch junge Leute, wegziehen. Und da möchte man natürlich etwas gegenhalten und hat aus dem Grund, wie gesagt, ich nehme an, es gibt noch andere Gründe, aber unter anderem die Harris Distillery gegründet. Und dieses Jahr gibt es den Inaugural Release, seltsamerweise in 8 Batches schon, die jetzt hier so quasi auf den Markt kommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen das insgesamt sind, aber schon eine ganze Menge. Aus dem Grund langt man auch preislich nicht so sehr hin. Ich habe für meine Flasche, glaube ich, 80 Euro bezahlt ungefähr. Ja, das geht eigentlich für den ersten Whisky einer brandneuen Destille. Da haben andere schon wesentlich mehr aufgerufen. Ja, dieser Whisky heißt The Harrach. Und The Harrach ist, soweit ich weiß, auch der Name, also quasi die Eigenbezeichnung der Einwohner von Harris. Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Whisky. Schauen wir uns den erstmal hier optisch an, so die Verpackung. Ich kann euch mal das Design zeigen, das zwar schön ist prinzipiell, aber meines Erachtens nicht so unbedingt so gut durchdacht. Das ist aus einer schönen, festen Pappe. Das ist toll. Hat mal etwas andere Ausmaße, ist jetzt nicht so hoch und schmal, sondern eher ein bisschen breiter, hat ein schönes, sattes, dunkles Grün mit tollen, güldenen Lettern, The Harrach. Hinten hat es dann eine Lasche, die man rausziehen kann. Da ist eigentlich nur so aus Pappe eine Vertiefung, die in so ein Loch passt, und das hält auch ein wenig. Aber das Ganze ist in sich nicht sonderlich stabil. Ich habe das schon, als ich das Paket bekommen habe und ausgepackt habe, gesehen. Hier sind rechts und links hier diese zwei Papp-Halterungen. Die sind schon geknickt, hier ist es gebrochen. Also man kann das hier raus machen, dann kann man das alles aufklappen und hat hier diese formschöne Flasche. Sieht aus wie ein übergroßer Parfümflakon. Da steht dann hier oben auf dem Stopfen auch drauf First Release und Batch 6 habe ich hier. Hier ist auch noch so ein kleiner Untersetzer drin und ein Heftchen mit so ein paar Informationen über den Whisky, über die Historie. Sehr schön aufgemacht. Und da ist so ein kleines Pechelchen drin, auch wie gesagt alles aus Pappe. Und da passt das schön rein. Kann man das Ganze dann auch wieder zumachen. Wie gesagt, sieht schön aus, ist aber nicht unbedingt stabil. Also entweder in den Schrank stellen und dort stehen lassen, bloß nicht anfassen. Oder halt gleich aufreißen, trinken und wegschmeißen. Ja, Design hin oder her, mag die Verpackung noch so schön oder seltsam sein, es kommt uns auf die inneren Werte drauf an. Und was hat denn hier unser The Harrach so an inneren Werten? Naja, wir haben einen Whisky in Trinkstärke, 46 Volumenprozent Alkohol, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert,
Und der Whisky, der da drin ist, ist älter als 3 Jahre. Also man hat nicht einfach gleich nach 3 Jahren den Whisky auf den Markt geschmissen, sondern man hat etwas länger gewartet. Die Whiskys, die man hier vermählt hat, sind zwischen 5 und 8 Jahren alt. Und er ist leicht rauchig. Er hat 12 bis 15 ppm an Rauch. Immerhin, immerhin. Und auch die Zusammensetzung ist sehr, sehr spannend. Man hat 85% aus Ex-Bourbon-Fässern, man hat 11% aus Ex-Oloroso-Fässern und man hat 4% aus Ex-Fino-Sherry-Fässern. Also etwas ungewöhnlich mit ein bisschen Fino-Einfluss dabei. Sehr gespannt. Ach, was noch interessant ist, man sagt zumindest, die hätten von allen schottischen Destillen das weicheste Wasser, was sie hier verwenden. Naja, vielleicht trägt das ja auch irgendwas zum Geschmack bei. Keine Ahnung, aber schauen wir mal. Wir haben ja jetzt schon genug über innere Werte geredet. Schauen wir sie uns doch mal an und hängen unser Näschen rein. Ich habe hier mal zur Feier des Tages mal wieder das Savu-Glas herausgeholt und bin schon sehr, sehr gespannt, was ich erschnuppere. Ich habe einen deutlich merkbaren Rauch. Das ist so ein bisschen kalter Rauch, so ein klein wenig aschig, wie so ein Lagerfeuer. Ich habe sehr deutliche Vanille. Ich habe was Hellfruchtiges, so in Richtung Birne. Ich habe auch ein bisschen ja, so Gebäck. Also er ist sehr hell. Recht fruchtig, ein bisschen ja süß, aber insgesamt eher ein bisschen kaltes Aroma. Irgendwie ist das ein Gelb. Wir haben uns ja auch die Farbe noch nicht angeguckt. Also schauen wir mal. Es ist ein ziemlich helles Gelb, wie ich finde. So ein bisschen so Strohgelb, ne? Geht so ein bisschen ins Hellgold über. Aber alles in allem relativ hell, also verrät schon auch einen jungen Whisky. Ja, und jetzt werden die Aromen immer süßer. War am Anfang gar nicht so süß, da hatte man eher den Rauch mit ein bisschen Vanille und der Frucht. Jetzt ist die Vanille wirklich stärker geworden. Ich habe so richtige Vanillezucker. Oder so ein Vanille-Zuckerwatte, sowas in der Art. Und ich habe so ein bisschen was in Richtung Mirabelle. Ich habe auch so ein bisschen was Sahniges. Das ist im Prinzip. Ja, Mirabellenkuchen mit Schlagsahne habe ich. Und am Rande, ganz am Rande, wo auch der Rauch ist, ist auch was Würziges, so in Richtung Leder. Das würde man an so einem Stück Leder riechen. Ein interessantes Potpourri an Aromen. Jetzt keine ungewöhnlichen Aromen oder so. Ich habe auch wenig florale Aromen, außer eben so ein bisschen Gebäck. Aber ich würde sagen, passend zur hellen Farbe, das ist ein hellgelbes Aroma in der Nase. Süßlich, fruchtig, vanillig, leichter Rauch. Ein bisschen würzig auch. Ja, also das ist schon sehr
Lecker und für so einen jungen Whisky auch. Moment. Jetzt habe ich doch was Florales. Jetzt habe ich noch so ein bisschen frisch gemähtes Gras dabei. Interessant. Jetzt ist das vanillige Süße weg. Es kommt wieder ein bisschen mehr Rauch durch. Das Leder, aber ich habe auch was sowas frisches Grünes, frisch gemähter Rasen. Also für einen jungen Malt ist das aromtechnisch schon relativ vielfältig. Aber das sind jetzt keine irgendwie ungewöhnlichen Aromen, wo man sagt, hey, holla, was habe ich denn da? Das ist schon relativ typisch, aber lecker. Und man hat jetzt auch nicht so diese warmen, honigsüßen Aromen, die so einem schon beim Riechen so ein bisschen warm ums Herz werden lassen, sondern es ist alles schon eine etwas unterkühlte Angelegenheit, finde ich. Aber schauen wir doch mal, wie er schmeckt. Vielleicht ist er ja hier auf dem Gaumen was total anderes. Interessanterweise, die von der Harris Distillery geben bewusst keine offiziellen Tasting Notes raus. Das soll man alles selber herausfinden. Und das ist auch gut so, finde ich. Schauen wir mal hier. Also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Also auf dem Gaumen erst so ein bisschen getreidige Noten. Dann kommt wirklich ein bisschen alkoholische Schärfe, so richtig schön Pfeffer. Jetzt ist keine Chili oder was, aber schön kräftig. Und dahinterher wird es relativ herbsäuerlich. Und da hat man schon so richtig Zitrone, also so Zitronenzeste oder sowas. Aber schauen wir uns mal ein bisschen noch genauer an. Ich habe den Rauch nicht sehr stark, aber deutlich spürbar. Der legt sich dann so schön um den Gaumen. Die Gesamtaromen im Mund sind eher würzig herb. Also ich habe, wie gesagt, diese getreidig-malzigen Aromen. Ich habe aber auch gleich hier so eine Fracht an Holz, Würze, wie so ein Brett, wo man lutscht. Und dann kommt so ein bisschen dazwischen, als mal so eine leichte Süße, so von etwas noch nicht so ganz reifen Äpfel und Birnen. Und der Abgang ist dann schon wieder sehr, ja, sehr würzig dunkel. Das ist ein Backkakao im Abgang, der so ein bisschen leicht ins Bittere driftet. Der Abgang ist relativ lang, also zwischen kurz und mittel, würde ich sagen. Ist länger als ich erwartet habe von so einem jungen Whisky. Ich habe so ein paar Pfefferkörner dazwischen. Schiebt lang nicht so wie beim ersten Schluck, aber der hat schon ja, deutlich Pfeffer. Hat Zitronenzeste dabei, also ist eher so ein bisschen auch herb astringierend. Ziemlich trocken. Und hat so ein bisschen zusammen verspielt mit dem leichten Rauch so einen etwas grün floralen Touch. Also das hat was von grüner Wiese und etwas bitteren Klee so in die Richtung ist da auch dabei. Ja, was soll man sagen? So als Fazit. Unterm Strich ist er für mich kein Pflichtkauf. Ja,
Also er hat jetzt weder besonders ungewöhnliche Aromen, noch haut er mich hier vom Hocker. Ja. In der Nase recht vielseitig, ein bisschen komplexer, als ich das gedacht habe. Kann man sich eine Zeit lang mit beschäftigen. Auf dem Gaumen halt Brett im wahrsten Sinne des Wortes. Also man lutscht schon an der Schrankwand und an der, an der Zitronenzeste. Ja. Der ist kantig, der ist ein Typ. Also der passt von seiner Aromatik her schon auf die äußeren Hebriden. Das passt wie Faust auf Auge. Aber er ist für mich kein Pflichtkauf. Ja, also der hat insgesamt relativ typische Aromen. Er ist jetzt nicht besonders lecker, nicht ungewöhnlich oder so. Es ist halt ein Whisky, der recht trocken ist, recht herb ist, recht kantig ist und wer auf sowas steht, mit einem leichten Rauch, der soll zugreifen. Ja? Und wer sich für schottischen Whisky interessiert und hier so neue Destillen, äußere Hebriden, also halt auf einer recht abgelegenen Insel und so mit der passenden Aromatik dazu, der soll auch zuschlagen hier. Ich will den auch gar nicht schlechter machen, als er ist. Aber er ist für mich jetzt kein Pflichtkauf. Also für die 80 Euro oder etwas mehr bekomme ich für meine Begriffe und meinen Geschmack schon wesentlich besseren Whisky. Ich bin froh, dass ich die Flasche habe. Das muss ich dazu sagen. Und ich werde die Destille auch weiterhin im Auge behalten. Aber es gibt Whisky auch von neuen Destillen, auch so ziemlich von den ersten Abfüllungen, die mir besser geschmeckt haben als er hier. Ne? Ich weiß, manchen hat er nicht so gut geschmeckt, aber der Rasé hat mir besser geschmeckt als hier der The Harrach. Ja, wie gesagt, alles Geschmackssache. Ja, also wie gesagt, man kann ihn kaufen, man muss aber nicht. Also ist kein Pflichtkauf, zumindest nicht für meinen Geschmack. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch mal so hier eine neue Destille, ein First Release vorgestellt. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich das konnte heute. Ja, ansonsten, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, dann klickt bitte da unten auf den Daumen nach oben und gebt mir ein Like. Das hilft mir, das befeuert ein bisschen den Algorithmus von YouTube. Und seid so lieb, wenn ihr schon dabei seid, dann, was ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Das wäre richtig toll, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich bei allen, die regelmäßig meine Videos schauen und auch bei allen, die jetzt da unten gleich draufklicken und meinen Kanal abonnieren. Ja, ich bin schon mal gespannt, was ich euch nächste Woche präsentieren kann. Was mich noch interessieren würde, hatte vielleicht der eine oder andere von euch diesen The Harrach auch schon im Glas? Ich weiß, der eine oder andere hat sich schon eine Flasche gekauft oder hat ihn vielleicht auch auf einer Messe probieren können. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat, wie er euch geschmeckt hat. Und vielleicht auch mal, wenn ihr sagt, hier, hey, ich hätte eine bessere Alternative als den hier, auch eine neue Destille, eine der ersten Abfüllungen, die und die, die musst du probieren. Ja, ich bin immer für Anregungen dankbar. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel, als euch noch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Olli. Ciao.